Hallo, guten Tag. Ich habe gestern einen sehr erfolgreichen Tag gehabt, weil viele Leute haben mich wieder gestern angeschrieben und wunderschöne Sachen mir geschrieben und alles bestätigt und Aszendentkrebs und Mondkrebs, was auch immer, was die Leute alles schreiben. Alle sind sehr glücklich, dass ich solche tolle Sachen erzähle über den Krebs im Moment. Vielen, vielen Dank für diese Briefe. Ich bin so glücklich, dass auch meine Videos und meine Reels über 1000 Mal angesehen werden. Also das ist ja wirklich ein großer Erfolg. Ich habe niemanden. Viele Leute schreiben mich an und sagen, ich kann dir helfen, damit du mehr Leute bei YouTube kriegst und mehr Leute bei Instagram. Aber musst du mir erstmal 2000 Euro geben? Manche wollen 4000 Euro. Ja, manche wollen irgendwelche Staffelbeträge, aber damit habe ich nichts zu tun. Ich will das alles nicht, weil ich mache alles aus Hobby und aus Liebe zu der Sache und ich möchte den Leuten helfen und ich möchte den Leuten ein paar Sachen erzählen, die sie noch nicht wissen. Und ich hoffe, dass das nicht so anstrengend ist für die Leute, deswegen mache ich das ein bisschen leichter, aber auf jeden Fall mit psychologischem Hintergrund. Ich will da mit den Leuten, die mir irgendwelche Gelder aus der Tasche rausholen wollen, nichts zu tun haben. Deswegen mache ich das nur aus Liebe und ich danke für diese Zuschauer, Follower, die ich habe und für diese Kommentare. Danke, danke, danke. Wunderschön. Ich habe gesagt, dass Krebs ist weder Landbewohner noch Wasserbewohner. Krebs lebt an der Grenze. Auf der einen Seite lebt er auf dem trockenen Land mit Rechnungen, Grundbesitz, Bindungen, Tatsachen, Realität. Und auf der anderen Seite lebt er in der Tiefe des Ozeans in seiner Fantasie. Ich habe erzählt, dass ich neulich eine Sendung gesehen habe, Terra X, und ich habe die Tiefe des Ozeans, Pazifik war das, gesehen. Ich habe da geguckt wie ein Kind mit offenem Mund. Da waren auch Krebse und das Leben von Krebsen gezeigt. Ich dachte, das ist alles eine Fantasie. Aber viele Leute, die Krebse sind, gucken sich gerade solche Filme. Ich kenne Krebse, die Taucher sind. Ich kenne Krebse, die Musik komponieren. Krebse, die ständig Filme gucken, Serien, dabei diese Netflix und wie die Kanäle da heißen. Ich kenne viele Krebse, die ständig ins Kino gehen, die nur im Kino sitzen. Und wenn du die triffst, die reden von Fellini und Visconti und Jarmusch und von allen Regisseuren dieser Welt. Also, die leben in einer Welt, die es gar nicht gibt. Deswegen haben viele Krebse Probleme mit den Rechnungen. Viele haben Schulden, kommen nicht zurecht mit dieser realen Welt und ja, rauchen auch Joints jeden Tag, das kenne ich auch. Andere, mein Gott, nehmen Drogen, das kenne ich auch, genau wie die Fische, auch Alkohol und Drogen. Also ich kenne sehr viele Krebse, die mit dieser Realität nicht zurechtkommen. Deswegen haben sie oft diese Schulden und da kommt Gerichtsvollzieher nach Hause. Sie können das alles nicht bezahlen. Sie haben keinen Bezug zu der Realität. Also man sagt, dass Skorpion ist ein sehr, sehr geheimnisvolles Zeichen. Und man sagt, wow. Aber ich muss sagen, Skorpion ist absichtlich geheimnisvoll. Weil Skorpion will sich tarnen zu seiner Sicherheit. Deswegen erfindet Skorpion so viele Sachen. Das stimmt auch alles nicht. Das ist alles erfunden, ausgedacht beim Skorpion. Auch seine Wunden, alles ist ausgedacht. Sexuelle Wunden vor allem. Alles ist erfunden beim Skorpion. Aber beim Krebs ist das was anderes, weil für den Krebs ist dies seine zweite Natur. Und der ist ja voller Keimen da, Samen, die Dunkelheit, Sicherheit und Stille brauchen. Der Krebs zieht sich von Natur zurück. Und deswegen darf man
den nicht zerstören in dieser Zeit, wo er seine Phase hat und so schlecht gelaunt ist. Ja, wie die Krebse, die unter Sand brauchen eine neue Schale, nicht? Und deswegen, es lohnt sich, auf die Früchte seiner schöpferischen Phase zu warten, wenn das schon neu ist, diese Schale wird neu und er kommt da raus aus dem Sand. Lohnt sich wieder mit ihm zu reden, weil Krebs ist wirklich sehr, sehr, sehr geheimnisvoll, sehr interessant. Ich würde sagen, viel interessanter als Skorpion. Nur ein bisschen schwerer, weil du musst diese schreckliche Phase von dem Krebs ertragen und der ist so schlecht gelaunt. Aber darüber werde ich reden. Für heute ist leider meine Zeit um.